Hallo Backfreunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video und heute backen wir mal wieder leckere Brötchen und das mit Sonnenblumenkernen. Wie das Ganze funktioniert, erfahrt ihr in dem Video, aber zuerst wie immer der Backfreund der Woche. Und der Backfreund der Woche bekommt natürlich wie immer einmal das Meisterer Hefeteigmehl und das Kuchen- und Keksmehl gratis. Ja, wenn du Backfreund der Woche werden möchtest, dann schreib mir doch auf Instagram, Facebook eine Nachricht und schick mir das Bild von deinem nachgebackenen Gebäck und vielleicht wirst du der nächste Backfreund der Woche. So, wir starten mit dem Hefewasser, damit wir einmal kurz die Hefe aktivieren. Kommt einfach etwas von der Trockenhefe rein, ihr könnt natürlich auch Frischhefe nehmen. Dann kommt noch etwas Zucker dazu. Das ist der Nährstoff für die Hefe, damit die schön arbeiten kann. Und dann noch das Wasser. Das Ganze wird dann jetzt schnell verrührt. Kurz warten, dann nimmt die Trockenhefe das Wasser an und löst sich besser auf. Dann rühre ich gleich nochmal um. Dann lassen wir das etwa eine Viertelstunde stehen und dann bildet sich ein schöner Schaum oben auf dem Hefewasser. Und dann seht ihr auch, dass die Hefe funktioniert, dass die arbeitet. Und somit könnt ihr sicher sein, dass die Brötchen luftig werden. Jetzt starten wir mit dem Abwiegen des Mehls. Und zwar nehmen wir hier 250 Gramm Hefeteigmehl und noch etwas von dem Brotmehl dunkel, wo auch das dunkle Teffmehl mit drin ist, weil ich möchte ein bisschen graueren Teig haben, der nicht ganz hell ist. Wir werden da auch für eine malzige Kruste mit etwas Zuckerrübensirup arbeiten. Und dann gibt das einfach nochmal eine schöne Färbung und eine schöne malzige Kruste. Dann kommt noch das Salz dazu, etwas Rapsöl und dann habe ich schon Sonnenblumenkerne abgewogen. Und die röste ich kurz an, weil wenn die angeröstet sind, dann kommt das Aroma und die Nussigkeit nochmal viel mehr raus, schmeckt nochmal leckerer. Das machen wir jetzt kurz in der Pfanne und die kommen dann auch in den Teig. So, einfach kurz anschwenken. So kommen einfach auch die Fette und die Öle nochmal ganz anders raus vom Geschmack. Ja, das sieht doch schon besser aus. Noch die andere Seite. Nur aufpassen, dass die nicht schwarz werden, dann schmecken die bitter. Aber ihr seht jetzt schon, dass die eine ganz andere Farbe bekommen haben. Das reicht dann auch schon. Nochmal kurz in der heißen Pfanne etwas durchschwenken und dann runter vom Herd. Fuck. Und jetzt hier auch noch die Batterie leer, oder was? Nicht dein Ernst. So ihr Lieben, das Hefewasser ist jetzt richtig schön aufgegangen. Ihr seht wie immer die tolle Schaumschicht. Das kommt jetzt hier zu den vorher abgewogenen Zutaten dazu. Und dazu noch unsere Sonnenblumenkerne, die angeröstet wurden. So, und dann können wir den Teig laufen lassen. So, zwischendurch wie immer beikratzen. Wir sehen schon, dass es eine schöne Farbe hat, die ins Braunkaramell geht. Und das kommt halt eben durch den Zuckerrübensirup, der wie so eine Art Malzersatz dient. Bringt so eine süßliche Note mit rein. Und das passt dann halt hinterher wunderbar und gibt der Kruste dann auch einen ganz leckeren Geschmack. So, und den Teig lassen wir jetzt auch nochmal so eine Viertelstunde anziehen. Und dann wird er nochmal durchgekneten, dann werden wir den schon formen. Bis gleich. So, der Teig ist schön aufgegangen. Das sehen wir hier. Der klebt natürlich leicht. Das ist aber nicht schlimm, dann gehen die Brötchen besser auf. Ganz kurz durchlaufen lassen. Das reicht schon. Ganzen Teig beikratzen. Dann etwas Reismehl. Findet ihr auch bei uns im Shop.
Gibt auch so ein Backstarter-Set übrigens. Da sind die drei Mehle dabei, das Reismehl zum Stauben und Tapioca-Stärke. Die Tapioca-Stärke kommt ja auch in dem einen oder anderen Rezept zum Einsatz. Und dann habt ihr den Vorteil, dass ihr mit einem ganz günstigen Einsteiger-Set einfach so aufgestellt seid, dass ihr eigentlich alle Rezepte vom Blog nachbacken könnt. So, und jetzt gehen wir einfach nur hin, bringen das in so eine eckige Form. Leicht bemehlen. Fühlt sich sehr fluffig an auf jeden Fall. Wie viele Brötchen gibt das später? Das gibt jetzt 6 Brötchen. Wir stechen das jetzt dann in eckige Brötchen einfach ab. So, jetzt nochmal mit der Rolle, wenn man will. Ist etwa so 1,5 cm dickes. So, und dann brauchen wir einen Teigschaber. Dann einmal in der Mitte, ne? Und dann 1, 2. 1, 2. Und dann haben wir schöne eckige Brötchen. So, und das pinseln wir jetzt mit Wasser ein. Und dann kommen da natürlich noch ein paar Sonnenblumenkerne drauf. Das sind ja Sonnenblumenkernbrötchen. So. Und dann jetzt schön in die Sonnenblumenkerne rein. Perfekt. So, und dann decke ich die Brötchen nochmal ab mit einer Folie. Dann trocknen die nicht so aus in der Oberfläche und können besser aufgehen. Könnt ihr auch Frischhaltefolie nehmen. Und ja, das wird jetzt so etwa 30, 40 Minuten stehen bleiben. Schauen wir uns dann nachher an. Und dann kommen die Brötchen in den Ofen. Sehen wir uns dann wieder. So, ihr Lieben, die Brötchen sind jetzt aufgegangen. Das können wir hier sehr gut sehen. Sind wirklich schön aufgegangen. Wir haben ja eine etwas größere Oberfläche. Das heißt, der Vorteil ist, wenn wir jetzt zum Beispiel nur so kleine abgestochen hätten, dann wären die zwar höher, aber ihr hättet auch nur eine kleine Belegfläche. Ich mag es immer, wenn die Brötchen ja eine etwas größere Oberfläche haben, dann hast du mehr Krustenanteil, mehr Geschmack. Und ja, deswegen habe ich die jetzt so geformt. Jetzt kommen die rein mit dem Dampfstoß, wie immer. Zack. So. Hui. Die Brötchen sind fertig. Überall schön knusprig. Dann raus damit. So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt gesehen, Sonnenblumenbrötchen backen ist gar nicht so schwer, wie es manchmal aussieht. Wir haben hier ein super fluffiges Brötchen und die könnt ihr auf jeden Fall so einfach nochmal einfrieren und dann einfach nach Bedarf aufbacken. Es wird so etwa 12 bis 14 Minuten dauern. Einfach nochmal befeuchten und ich probiere jetzt einfach mal hier so ein Stück und ihr seht, wie fluffig die sind und was die für eine tolle Krume haben. Sehr, sehr lecker. Sehr fluffig. Das schmeckt richtig geil nach Sonnenblumenkernen. Dadurch, dass wir die auch noch in die angerösteten reingegeben haben, schmeckt das richtig krass nussig, gell? Okay. Voll intensiv. Also Leute, nachbacken. YouTube-Kanal abonnieren. Und ja, Brötchen genießen. What the?